Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. Hallo. Ich komme gerade zu einem kleinen Moment. Ich sollte mich schnell vorbereiten auf ein wichtiges Interview, das ich machen muss. Und zwar mit dem Herrn Peritz. Herr Peritz ist von der Geschäftsleitung Coop. Ganz ein Höher. Der ist fast noch höher als ich. Schwierig, aber es ist ja so. Klein, nervös bin ich. Hallo, Herr Peritz. Herr Peritz, würden Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern als erstes mal erklären, was Preisgarantie überhaupt bedeutet? Guten Abend. Preisgarantie ist die neue Dur-Tiefstpreislinie von Coop. Viele bekannte Coop-Produkte sind jetzt garantiert am günstigsten. Und das ohne jegliche Abstriche bei der Qualität. Und welche Produkte laufen unter Preisgarantie und wo finde ich die im Laden? Unter Preisgarantie bieten wir 150 beliebte Produkte aus dem Alltagsbedarf an. Finden tun Sie die Artikel im Rayon bei den übrigen Sortimenten. Erkennbar am markanten, pinkfarbigen Logo. Was bedeutet das Label Preisgarantie für die Qualität der Produkte? Wir wollen keine neue Billigqualität. Wir haben nicht bei der Qualität gespart, sondern die Preise von bekannten und beliebten Produkten bis zu 50% reduziert. Im Durchschnitt sind es 25%. So gibt es für unsere Kunden echte und grosse Einsparungen. Was für Auswirkungen hat Preisgarantie auf das Gesamtangebot von Coop? Mit Preisgarantie umfasst unser Angebot jetzt neu ein Sortiment zu vergleichbaren Discountpreisen. Selbstverständlich bleiben die bisherigen Qualitätsangebote bestehen. Unsere Kundinnen finden bei Coop ab sofort ein Vollsortiment in allen Preislagen unter einem Dach. Okay, herzlichen Dank für das Interview. Schönen Abend. Ade, Herr Peritz. Weo, hast du gemerkt? Einfach tak, jede Frage gesessen, aber so. Aber weißt du, vor der Sendung hast du mir doch gesagt, Preisgarantie sei deine Idee. Was kochen wir denn heute Feins, Susanne? Eine fruchtige Orangen-Rübensuppe mit Rübenchips. Ah, voilà. Und das sind meine Zutaten für heute. Vor allem habe ich eingekauft Rüebli und Tarocco-Orangen. Und von diesen Buntzwiebeln habe ich das grüne Ring geschnitten, das brauche ich nachher für Garnitur. Und das andere, das weisse, habe ich grob gehackt. Und das dämpfe ich jetzt gerade an. Mhm. Das ist nämlich die Grundlage für unsere Rüeblisuppe. Ja. Ich gebe jetzt erst ein bisschen Butter drin. Schmeckt's, ha? Dann tun wir das mal rein. Weißt du, du könntest mir gerade die Rüebli geben. Die auch gerade. Die, gerne geschnitten. Ja, gerne. Ja, ja. Super. Die dämpfen wir jetzt ganz gut an, damit das Aroma ganz intensiv wird. Da kann man sich ruhig ein bisschen Zeit lassen, also bis zu 3 Minuten. Mhm. Darum lohne ich das jetzt mal ein bisschen. Und nachher lösche ich es dann ablöschen mit dem Bouillon. Voilà. Aber als nächstes mache ich noch die Orangen und diese, auspressen. Und anschließend tue ich dann die in die, also in die Suppe. Mhm. Haben Sie übrigens gewusst, dass Rüebli gut sind für das Stehvermögen? Haben Sie übrigens gewusst, dass Rüebli gut sind fürs Sehvermögen? Also See, man sieht besser dann. Nicht jemand, dass man... Haben wir nicht etwas vorbereitet über Rüebli? Mal. Eben. Schauen Sie doch selber schnell. Nach einem Ernten im Oktober bleiben Rüebli bei hoher Luftfeuchtigkeit und 0 Grad den ganzen Winter durch frisch. Sand umschließt die knackigen Wurzeln und verhindert das Austrocknen. Wir verarbeiten jeden Tag nur so viel Ware, wie bestellt wird. Das garantiert eine optimale Frische und die Konsumenten haben jederzeit die beste Qualität. Das Wasser, das man hier verbraucht, wird in einer modernen Anlage aufbereitet und wiederverwendet. Und der Schlamm, der anfällt, geht als Dünger zurück aufs Feld. Nach dem Waschen werden die Rüebli von Hand sortiert, kalibriert, gewogen und für einen Versand verpackt. So, und jetzt tue ich hier die Rüebli-Chips herstellen, das Fenster am Ganzen. So schön dünne Hobel machen oder Spön, so mit dem Sparschäler. Und die kann ich bereits rausnehmen, die haben nämlich schon frittiert. Wichtig dabei ist immer, sie wieder zu drehen und zu wenden, nicht, dass sie zu dunkel werden oder nur auf der einen sind. So, und jetzt tue ich die nächste rein, nachdem sie schön trocken sind. Genau. So, voilà. Das trainieren.
Jetzt ein bisschen abstellen, nicht allzu heiß. Und da, die salze ich jetzt gerade ein bisschen Salz, also einfach kurz vor dem Essen, um die ein salzen. So. Brauche ich dann noch. Und jetzt tue ich hier die Suppe anrichten. Die habe ich ja püriert. Und dann anschließend noch den Orangensaft dazugeben. Genau. Und jetzt können wir es hier in die Teller tun. Tipptopp. Hier muss ich etwas abstellen, darf nicht zu hoch sein. Dann kommt noch ein bisschen Dessert extra Fett drauf. Nein. Da habe ich Knoblauch drin, Salz und Pfeffer. Mm. Das ist ganz fein drüber drin. Und dann hier die grünen, die wir auf die Seite haben, die Buntzwiebelring. Buntzwiebelring. Okay. Natürlich, selbstverständlich, kommt jetzt das Feinste von diesem Rezept rein. Das sind unsere Rüebli-Chips. Und das Rezept kann man auch lesen in der Gold-Zeitung oder auf dem Internet. Nächste Woche geht es in der Abteilung Mode. Dann machen wir nämlich etwas über Krawatten. Krawatten. Was heisst das? Was heisst das? Das ist doch gleich, was das heisst. Das ist doch. Seht ihr miteinander? Schönen Abend. Schönen Abend miteinander. Es ist wurscht, was es heisst. Für das, was ich an dich, das kannst du lesen. Ja, schau. Schau hier hin, da können wir es lesen. Ja, das ist doch.